Wir kommen heute wieder zu einem Blick auf die aktuellen Clicker, Idle und Incremental Games. So, das nächste Spiel in der Liste ist wieder Pickkräfter und ich habe jetzt schon wieder Tag 7 erreicht, nachdem ich ja einmal schon den ganzen Durchlauf bis Tag 16 erfolgreich absolviert habe und bekomme dafür wieder eine kleine Eisenkiste. Da ist natürlich nicht allzu viel drin. Und da sind jetzt auch die Creeps wieder da und das Weihnachtsevent ist soweit abgeschlossen. So, hier kann ich jetzt noch meine kostenlose Truhe öffnen, die dann erst in 3 Stunden als nächstes zur Verfügung steht. Und ebenfalls noch eine weitere Eisenkiste, die ich schon absolviert habe. So, da ist wie gesagt nicht allzu viel drin. Ich habe jetzt gleich meine nächste Kiste wieder bekommen. Da werde ich jetzt gleich wieder die Eisenkiste starten. Ich starte an der Stelle doch lieber die Silberkiste, weil ich weiß noch nicht, wann ich jetzt wieder dazu komme, das dann später fortzusetzen, wann ich mit den anderen Sachen dann halt durch bin. Deswegen 5 Stunden sollte aber ganz gut ausreichend sein. So, dann gilt es jetzt erstmal hier die 9, das Ältestenabzeichen, was ich jetzt bekommen habe, wieder zu verwerfen und dafür den grünen Staub einzusammeln, damit ich mir nach und nach dann hier weiter die obersten upgraden kann, die Artefakte verbessern kann, weil dort wartet auch noch ein Achievement. Und nachdem ich inzwischen ziemlich weit gekommen bin, bin ich auch beim Spiel im Moment stärker darauf fokussiert, tatsächlich Achievements zu vervollständigen. Dazu mal ein Blick auf die Steam Achievements. Holen wir sie mal kurz rein. Also, klar, hier, ich habe um Weihnachten herum offensichtlich angefangen und habe da die ganzen Blöcke und so weiter, die ganzen Zahlen-Achievements schon so weiter abgeschlossen. Dann so nach und nach die Biome alle freigeschaltet. Es hat soweit schon geklappt. Bin ja schon mehrfach durchgelaufen inzwischen. Auch das Ende habe ich inzwischen mehrfach absolviert. Dann habe ich auch eine ganze Reihe an Spitzhacken und so weiter bekommen, ebenso wie die Ausrüstung, die ich aufgelevelt habe, wo ich im Moment auch alles, was verfügbar war, bisher gekauft habe. Dann die Kisten Explorer Creep. Hier ist zum Beispiel, das Ding hat sich während des Winter-Events kaum abschließen lassen, weil die einzige Creeps, die ab und zu aufgetaucht waren, waren die, die die Kisten herbeigetragen haben. Dazu musste man aber leere Kistenslots haben, damit die kommen. Jetzt war das dann überhaupt kein Problem. Sobald das Weihnachts-Event zu Ende war, war das ziemlich schnell möglich, dass ich diese grünen Creeps letztlich erledigt habe, weil eben die ganzen Weihnachtsviecher und andere Sachen, die auftauchen, die haben halt da einfach nicht dazu gezählt. Auch die Astronauten zählen nicht als Creeps, sondern wirklich nur die grünen Monster. So, Pickaxe Power und so weiter ist klar. Okay, die Candy Pickups habe ich auch bekommen. Das mit dem Mond, also beziehungsweise dem Käse auf dem Mond, das ist halt relativ schwierig gewesen, aber den habe ich inzwischen oft mal sehr, sehr oft abbauen müssen. Und das ist eigentlich auch noch das, was am langwierigsten ist. Das weiß ich gar nicht, was das ist. Kräfte Cosmic Power Cell. Keine Ahnung, wofür ich das bekommen habe. Also Prestige habe ich inzwischen schon das 8. Level auch abgeschlossen. So, dann TNT-Ability. Also das hier war zum Beispiel ein so ein Grinding-Dings, wo ich dann aktiv darauf hingearbeitet habe, dass ich 5000 Mal den Drill eingesetzt habe. Ebenso dann darauf zu achten, dass mit der Baked Potato, dass die oft genug angeklickt wird, während sie fliegt, bis sie eben sozusagen ihren Maximalwert erreicht. Ebenso, dass ich die Items, was ja nur jetzt möglich ist, weil ich ja mindestens schon 4 Item-Slots habe, weil sonst könnte man gar nicht 4 Potions auf einmal trinken oder halt gleichzeitig aktivieren. Und den Bucket hier habe ich inzwischen auch soweit ausgebaut, dass ich den für Wasser, Lava und Atommüll verwenden kann. Zeige ich euch aber auch gleich noch. Auch die Bücher habe ich inzwischen eingesammelt. Das mit dem explodierenden Bett, also die Kartoffel, wenn man die Kartoffel im Ender-Bereich benutzt, dass es dann zu einem Bett wird und so weiter. Auch die Secrets habe ich inzwischen. Es gibt 3 Secrets-Level, die ich inzwischen besucht habe. Und hier war noch während des Events, dass die Legendary gebaut wurde und dass der Mystical. Hier musste man die Perle und den die beiden Gewächse aus dem Zwielichtwald. Also man musste Sonnenstein und Mondstein miteinander kombinieren,
damit dieses Achievement erreicht werden konnte. Man musste halt eben einen solchen Snowmon bauen. So, das hier wird jetzt schon schwieriger. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass ich alle Items für das Winter-Event erfolgreich abschließe. Deswegen habe ich extra am Wochenende noch ziemlich viel gegrindet, damit ich nämlich das letzte Item, was mir eben noch gefehlt hat, zusammenbekommen habe. Weil das war ziemlich aufwendig, diesen Weihnachtsbaum freizuschalten, weil der hat original 2000. Mal gucken, die Special sind jetzt, glaube ich, auch ausgeblendet. Nee, zeitlich bedingt. Also, wovon habe ich, genau, Winterfreunde. Ich habe davon man brauchte für das Freischalten 2000 Winterfreunde. Und man hat immer nur 10 bekommen, wenn man mindestens einen wenn man einen Legendary Snowman gebaut hat. Also, solange das Ding dann nur alle 3 Stunden möglich war, hat man nur alle 3 Stunden einen so einen Teil bekommen. Und das war natürlich dann sehr langwierig. So, ich hoffe, man hat jetzt gleich alle durch. Und hierzu erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr, wie ich es jetzt geschafft habe, das tatsächlich abzuschließen. Das, was ich jetzt aktuell noch drauf hinarbeite, sind Wami, 10.000 Critical Clicks. Deswegen habe ich nämlich auch die Potion aktuell aktiv. Und die anderen Sachen kann ich nur abschließen, hier zumindest was die Events angeht. Und das andere ist ein Artefakt Level 25 oder höher. Das dauert natürlich auch noch eine ganze Weile. Wie ich das da bekomme, habe ich nämlich noch nicht informiert und habe ich auch noch nicht rausgefunden. Also mal sehen, wie sich das abschließen lässt. Auf jeden Fall sind es nicht mehr viele übrig, die da jetzt noch zu absolvieren sind. Und mal sehen, bis wann ich die dann tatsächlich abschließen kann. Wahrscheinlich das wegen dem Winter-Event erst nächstes Jahr im Dezember, wenn ich dann genug gespart habe, um mir hoffentlich, nämlich da ist das Problem, dann gehen wir jetzt mal zurück ins Spiel. Es war nicht notwendig, nur hier die verschiedenen Elemente zu bekommen, eben hier vom Winter-Event, sondern zusätzlich muss man auch die Spitzhacken freischalten. Und da gibt es insgesamt 3 Stück für das Winter-Event oder die zumindest mit dem Winter- oder beziehungsweise Neujahrs-Event zusammenhängen. Die Schwierigkeit ist letztlich, diese Dinge gibt es nur aus Kisten. Jetzt war es zumindest so, dass die kostenlosen Truhe tatsächlich hier dieses Wintersymbol drauf hatte. Das heißt, es müsste eine Wahrscheinlichkeit geben, dass man hier diese Spitzhacken bekommt. Allerdings hatte ich zu dem Zeitpunkt das noch gar nicht größtenteils freigeschaltet. Gehen wir mal hier auf die Bäume. Und hier für die Truhen gibt es hier die Möglichkeit, nee, nicht diese hier, sondern diese hier. Das heißt, eine 0,1%ige Chance, dass dort eine Spitzhacke drin ist. Also die Chance ist dann super, 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 super gering. Außer man hätte halt hier was von den großen Truhen gekauft, beziehungsweise die Weihnachtsmann-Truhe, also die Weihnachtstruhe hier oben, die ja auch noch als großes verfügbar war. Natürlich, die hätte man kaufen können. Ich glaube, die waren für 250 oder sowas zu haben. Aber das heißt, wenn ich das im nächsten Jahr abschließen will, muss ich auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge von diesen Runix zusammensparen. Weil mit so einer kostenlosen Truhe kann ich bisher so zwischen 0 und 3 habe ich, glaube ich, maximal bekommen, was ich so an Runik einsammeln konnte. Ansonsten lässt sich dieses Achievement tatsächlich nur ausgeben, wenn man, oder ziemlich zügig abschließen, wenn man entsprechend die Truhen kauft. Und das macht das Spiel im Moment auch so ein bisschen, ich finde es halt nicht so toll, wenn tatsächlich Achievements sind, die man eigentlich erst erreicht, entweder wenn man sehr, sehr lange grindet, allerdings sind die dann auch erst nächstes Jahr wieder verfügbar, oder man dann einfach Geld ausgibt, um letztlich ein Achievement freizuspielen. Das ist nicht so ganz das, was ich mag. Da geht es mir weniger darum, ob es Geld einzugeben, sondern eigentlich eher, dass Spielelemente durch Geld extrem beschleunigt werden können und ohne Geld ausgeben kaum erreichbar sind. Also mal sehen, wie es weitergeht. Der Trank für das kritische Klicken, den werde ich jetzt gleich mal aktivieren, aber vorher werde ich die Spitzhacke noch umstellen, weil nämlich während dieser Bonus aktiv ist, also die Spitzhackenfähigkeit, weil die Creeper-Spitzhacke explodiert nur, das ist an der Stelle recht ungeschickt, weil dann verliere ich diesen ganzen Zeitbonus, während die Spitzhacke läuft. Weil es ist nämlich für mich wichtig, jetzt hier natürlich neben den kritischen Klicks, die halt während der Trank läuft, aktiv sind, steigt vor allen Dingen auch der
ja, der Multiplikator, wie viele Picks ich bekomme. Jetzt habe ich nur leider das Problem, dass ausgerechnet jetzt natürlich dieses fliegende Ding wieder aufgetaucht ist. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, tatsächlich solche Sachen zu bekommen. Also solche großen Kisten, nur dass da die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist. So, jetzt sind natürlich die kritischen Klicks schon vorbei. Das heißt, die, die zumindest dafür zählen. Und oben ist es auch fast abgelaufen, so dass ich jetzt gleich weniger Picks bekomme. Und diese 70 Milliarden, die da oben stehen, die sind im Verhältnis zu dem, was ich jetzt brauche, um den nächsten Punkt zu bekommen, verschwindend gering. Und damit auch zu dem Weihnachtsevent zurück, weil was habe ich angestellt, um letztlich mir ein bisschen Zeit zu ersparen? Ich habe meinen Baum transzendiert. Weil das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Übersetzungsfehler. Wo haben wir das hier? Nicht, wie ich angenommen habe, dass ich damit meinen Fähigkeitenbaum zurücksetzen kann. Ich kann ihn damit eigentlich erweitern. Das heißt, wenn ich hier eine Enderperle oder jetzt inzwischen für die nächsten Erweiterung bräuchte ich 7 Enderperlen, sorge ich dafür, dass ich hier meinen Baum erweitere und ich mehr Skillpunkte in die einzelne Fähigkeit investieren kann. Also ihr seht, ich habe inzwischen 10 Level für Schnäppchen ausgegeben. Deswegen sind die Marktkosten um 10% gestiegen. Das heißt, ich musste nicht 2000, sondern ich musste nur 1800 von diesen Freundesdingern einsammeln, was dann schon recht signifikant war, was ich eben 10 Stunden eingespart hatte, als das Ding zumindest in einem 30-Stunden-Timer lief. Und was ich auch aufgelevelt habe, ist hier das Hinzufügen der Blöcke. Bei anderen habe ich das noch nicht alles jetzt gemaxt, das kommt noch nach und nach. Da habe ich jetzt erstmal hier angefangen, das freizuschalten, damit ich zumindest die verfügbar habe. Und mal sehen, wann ich tatsächlich eine Truhe dann erwische, die sich sofort öffnet und wie weit sich das hochpushen lässt. Für mich als nächstes Ziel ist es erstmal, jetzt tatsächlich die Enderaugen-Spitzhacke zu kaufen, dass ich die aktiviert bekomme und dann mal sehen, wann ich, oder noch ein bisschen mit den Endertruhen, wahrscheinlich noch eine Artefaktposition, aber bis ich die 25 dann jetzt erstmal zusammen habe. Ich habe jetzt zuletzt, mal gucken, wo stehe ich denn überhaupt, also Ansehen Stufe 12, das heißt der 12. Reset kommt jetzt. Und den werde ich mit euch nämlich machen und ich werde mit euch ein Enderrush machen. Das heißt, ich werde mit euch versuchen, so schnell wie möglich wieder das Ende zu erreichen, was an sich jetzt kein großes Ding ist. Da habe ich schon meine passende Strategie. Das gehe ich mit euch dann durch, Schritt für Schritt, was ich da eigentlich anstelle und wie ich das überhaupt organisiere. Was ich allerdings noch nicht schaffen werde, ist tatsächlich vom Ende zu resetten, weil es ist ein Unterschied, das Ende zu erreichen und im Gegensatz dazu tatsächlich alles aktiviert und freigeschaltet zu haben, was nämlich mit der nächsten Stufe dann verfügbar wird. Da gehe ich nochmal in die Ausrüstung. So, damit ihr die Zahl da sehen könnt. Also ich habe jetzt 4326 Gegenstände von 4350 möglichen Gegenständen freigeschaltet. Ich weiß gar nicht, ob hier jetzt die Spitzhacken eingeschlossen sind oder ob das letztlich die ganzen Event-Dinger sind, die ich halt nicht habe. Was auf jeden Fall aus den 3 besonderen Biomen kommt, Ödland-Biom, Himmelsbiom und Herubins-Schlupfloch-Biom, die Ausrüstung habe ich inzwischen bekommen, habe ich freigespielt und auch bis auf Level 12 gebracht. Weil das ist nämlich auch, je später ihr diese Sachen freischaltet, bei mir war es, glaube ich, Level 7 oder Level 8, wo ich endlich die Teleporterfähigkeit, also das hier ist die Teleporterfähigkeit, bekommen habe, mit der ich überhaupt erstmal Zugang zu den Biomen bekommen habe. Und erst mit diesem Zugang konnte ich tatsächlich die Ressourcen in dem Umfang farmen, dass ich hier diese Items sowohl kaufen, als auch, hier gibt es eine Besonderheit, das muss man herstellen, eben bekommen habe. Zu dem Herstellungsprozess kann ich euch gleich noch zeigen, bevor ich das alles verliere. Also im Ödland gibt es Atommüll, klar, wo auch sonst. Und dieses Atommüll, also beziehungsweise diese Brühe, müsst ihr halt einsammeln. Das Interessante ist, ihr könnt hier sogar speichern. Also auch wenn ich den jetzt nicht ausgerüstet habe, ist der noch gefüllt. Und ich kann den dann direkt wieder aktivieren, sobald ich neu starte.
weil ich brauche den an mehreren Stellen. Also, wenn ich das Grünzeug, also dieses Grüne ins Wasser kippe, kriege ich den verdünnten Abfall, den ich brauche. Und wenn ich ihn in die Lava kippe, bekomme ich den nuklearen Abfall. Und die beiden muss ich dann kombinieren, um damit den verarbeiteten Abfall herzustellen. Das heißt, den bekomme ich nur wiederum über den Ofen. Den muss ich hier produzieren. Also hier, ihr seht, das ist das Einzige, was im Ödland produziert werden kann. Ähnlich funktioniert es bei Herobine Schlupfloch. Dieses Buch kann ich nur produzieren, wenn ich diese beiden Elemente eingesammelt habe. Das kriege ich wiederum nur bei Herobine selber. Und um die Spitzhacke aufzuleveln, die zu ihrem Level gehört, muss ich letztlich hier noch dieses verfluchte Buch und so weiter einsammeln. Das war übrigens auch ein Element, ein Snowmon, den man damit gebaut hat, hat man einen bestimmten Bonus bekommen. Ist natürlich jetzt für euch ein bisschen zu spät, das zu erzählen, aber das konnte man auch nachlesen. Beziehungsweise es gab auch Hinweise in den Texten, die bei der Beschreibung aufgetaucht sind, weil er mochte verfluchte Bücher, er mochte Gegenstände, die mit einem G anfangen, so wie Gold, Glas und ja noch irgendwas mit G zu kombinieren. Und er mochte vor allem den Käse vom Mond. Also wenn man Snowman mit Käse gebaut hat, hat man auch nochmal einen besonderen Bonus bekommen. Und den mit der Perle, wenn man einen Snowman mit der Perle gebaut hat, hat man sogar noch eine Ender Auge oder Perle. Ich weiß gar nicht, ob es eigentlich Augen oder Perlen sein sollen. Achso, Perlen. Also hier steht Perlen. Also eine Enderperle hat man auch noch bekommen, wenn man einen Snowmon mit einer normalen Perle aus dem Ozean hier verwendet hat. Genau, das klappt immer auf, beziehungsweise das wird angezeigt für jedes Ding, was man hier halt einsammelt, dann kommt es dort wieder. Ich kann es aber auch einfach, okay, jetzt ist es eh vollständig. Genau, also das soweit, das ist das von dem Ödland. Im Himmel ist es relativ entspannt gewesen, da musste man nur alles abbauen, da muss man nichts extra produzieren. Und hier seht ihr eben die Eigenschaften, also das, was ich dort rausholen kann und was ich letztlich eben auch brauche, um die verschiedenen Sachen aufzuleveln. Beim Aufleveln kommen wir auch gleich wieder zu einem nächsten Punkt. Also klar, das sind erstmal hier der magische Zauberstab mit den Büchern, dann die radioaktive Spitzhacke. Und die Himmelsspitzhacke, die halt jeweils mit Sachen aus den Biomen, aus diesem Secret-Biom wieder aufgelevelt werden können oder müssen. Weil mit jedem Durchlauf erhöht sich auch die Notwendigkeit, die Spitzhacken aufzuleveln. Zumindest nicht in der Anzahl. Man muss immer nur die gleiche Menge an Items dort einsammeln, deswegen ist es das recht entspannt. Aber was hier besonders ist, also bei Spitzhacken, die ich aus den Kisten bekommen habe, die brauchen Runix. Und das ist, stellt ein geringes Problem an der Stelle dar. Allerdings, nie und immer schaffe ich in einem Durchlauf 15 Runix einzusammeln. Also da müsste ich ja wochenlang warten, bis ich durch die kostenlosen Truhen 15 Runix zusammen habe, weil ich ja nur maximal alle 3 Stunden die Chance habe, überhaupt welche zu bekommen. Und da brauche ich schon noch einiges Glück, damit das aufgeht. Und bei den anderen beiden ist es sogar noch stärker, da brauche ich 20 jeweils. Und das heißt, insgesamt bräuchte ich hier für ein Level jetzt schon 55 Runix, um eine so eine Enderstufe letztlich abzuschließen, um einen so ein Prestige-Level wirklich dort wieder auch diese Spitzhacken aufzuleveln. Zum Glück gibt es keine Notwendigkeit dafür. Das Einzige, was zum Beispiel schade ist, die Kronos-Spitzhacke ist schon sehr, sehr praktisch gewesen. Weil hier lohnt es sich dann auch, bestimmte Sachen miteinander zu kombinieren. Also die Kronos-Spitzhacke verlangsamt tatsächlich die Zeit, was bedeutet, dass zum Beispiel Fähigkeiten, die hier aktiviert sind, länger laufen. Das Ganze wird auch alles irgendwie ein bisschen langsamer, aber der Eindruck war so, dass ich auf jeden Fall sehr viel länger in so einem Teleport, weil der ist ja zeitlich auch wieder begrenzt. Das heißt, nur solange der aktiv ist, bin ich in einem von diesen Secret-Biomes und danach werde ich zurückgeholt. Und der dauert im Moment nur 16 Sekunden. Aber mit dieser Spitzhacke bin ich auf jeden Fall in der Lage gewesen, eben diesen Aufenthalt deutlich zu verlängern. Und solange eben diese Fähigkeit aktiv war, und diese Fähigkeit selber war jetzt, ich weiß nicht, wie viel die Standarddauer ist, weil leider hier ja nur steht, wie lange sie verlängert wurde. Und da bin ich jetzt auch bei 20 Sekunden zusätzlich. Ich glaube, die Basis ist 30 Sekunden, aber ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht. Das heißt, ich hätte schon 50 Sekunden dann, während die Spitzhackenfähigkeit läuft und ich dann länger in diesem Biom bleiben kann.
Aber da sie jetzt inzwischen mehrere Levelstufen dahinter ist, kann ich sie nicht mehr verwenden, weil sie nicht genug Schaden verursacht. Also hier, die versuchen verursachen im Moment 396 Schaden. Ihr seht, der Hintergrund löst sich einigermaßen zügig auf. Und auch wenn ich klicke, habe ich mit ein, zwei Klicks letztlich in dem letzten hier des Dings, hier kann ich klicken, so viel ich will. Da kriege ich überhaupt nichts erreicht. Also, dass sich der Hintergrund auflöst, liegt einfach daran, dass natürlich hier die PPS sich nicht verändern und da Auswirkungen haben. Aber mit Klicken erreiche ich dann gar nichts mehr. Also zumindest nicht, was den Schaden angeht. Weil von der Erfahrungspunkte her ändert sich da nichts, weil da bekomme ich meine 2 Millionen oder was das sind, die da als Erfahrung zusammenlaufen. 2, 4, 11, 6, 7, 1, jawohl. 2,4 Millionen. Das ändert sich auch mit einer höheren Spitzhacke nicht. Also das ist dann an der Stelle wieder egal. Aber eben leider kann ich die halt dann nicht sinnvoll einsetzen, wenn die halt ein Level unterhalb sind. Das werdet ihr auch gleich merken, wenn ich den Reset mache. Wie lange ich zum Beispiel die Creeper-Spitzhacke noch anwenden kann, so bis zum dritten Biom etwa, funktioniert es ganz gut. Danach wird der Unterschied, solange die nicht aufgelevelt ist, zu groß. Und hier bin ich jetzt zumindest sehr gespannt, weil ja jetzt zum Glück alles da geblieben ist. Auch die zeitlich bedingten Sachen habe ich hoffentlich genug Wintersüßigkeiten eingesammelt, um meine Winterspitzhacke noch lange, lange, lange aufleveln zu können. Ich glaube, 250 war der Wert, den ich brauche, um sie jeweils ein Level anzupassen. Und deswegen, also das ist so. Nachdem es zuerst so aussah, als würden die Runics tatsächlich eigentlich kein großes Gewicht haben, sind jetzt doch sowohl mit den Event-Items, um die aus den Truhen zu bekommen, als auch diese Spitzhacken, die eben dann, also wahrscheinlich betrifft das nahezu alle Spitzhacken, die in Truhen gefunden werden können, dass die nur mit Runics aufgelevelt werden können. Mal sehen, wie das bei den Ender-Spitzhacken ist, wie es da dann stattfindet. Wobei, ich glaube, die eine Spitzhacke, die hatte ich ja mit euch zusammen sogar aus einer Endertruhe bekommen. Das heißt also, auch für Endertruhen gilt wahrscheinlich das mit dem Runic. Und ja, das macht es dann natürlich. Irgendwo müssen sie diese Währung ja im Spiel referenzieren, damit es einen Grund gibt, sie zu kaufen und sie wenig genug im Spiel zu bekommen ist, um das hier irgendwie zügig zu machen. Jetzt starte ich mit euch direkt in den Rush und mal schauen, wie schnell ich jetzt tatsächlich in der Lage bin nach einem Reset. Okay, dazu brauche ich aber erstmal die richtige Spitzhacke. Meine, nein, nicht diese, sondern diese. Auch meine Creeper sind aktuell so weit vorbereitet. Da habe ich nämlich hier inzwischen zumindest, dass sie 5 zusätzliche fallen lassen. Da werde ich auch noch ein bisschen weiter investieren, weil das Wichtige ist nämlich für mich, dass so schnell wie möglich ich meine Creeper-Spitzhacke aufleveln kann. Und dazu brauche ich halt immer 300 von diesem Schießpulver. Das Produzieren dauert länger, als ich mit dem ganzen, mit so einem ganzen Durchlauf durch bin. Deswegen, ja, ist es natürlich nützlich, die so früh wie möglich zu haben und von den Creeps vor allen Dingen dann einige einzusammeln. So, auch hier bei den ganzen anderen Klamotten sind alle Stufe 12. Oh, die sind natürlich schon um einiges höher, weil die ja nicht. Genau, also die normale Ausrüstung wird ja nicht pro Prestige hochgesetzt, sondern die wird ja mit zig verschiedenen Ressourcen aufgelevelt. Deswegen gibt es pro Biom teilweise mehrere Stufen. Aber hier sind die alle anderen sind sozusagen einmal pro Durchlauf aufzuleveln und da bin ich jetzt bei Stufe 12. Und jetzt aber mit der Ender-Axt die nächsten 3 Perlen eingesammelt. Und auf in den Neustart. So, das Einzige, was ich mir jetzt noch überlegen muss, mit welchen Items ich jetzt tatsächlich starte. So, die Enderspitzhacke werde ich jetzt natürlich nicht verwenden, sondern ich werde jetzt hier auf ja, meine erste Spitzhacke aufleveln. Beziehungsweise nein, werde ich nicht. Weil bevor ich nicht die erste Spitzhacke in dem neuen Level aufgelevelt habe, passiert da nämlich nichts. Weil ich muss als erstes die Holzspitzhacke aufleveln. Und wir starten jetzt mit dem ersten Upgrade. Und natürlich im ersten Biom ist logischerweise das einfachste und günstigste die
Holzspitzhacke. Dazu brauche ich allerdings noch ein paar. So, jetzt habe ich genug. Upgrade. Und dann gilt es jetzt letztlich nur noch, also das werde ich nämlich vorerst nicht aktivieren. Ich werde die Ausrüstung erst einmal ignorieren. Die anderen Sachen werde ich soweit kaufen, wenn sie passen, aber erst dann, wenn ich ins nächste Biom gekommen bin. Das heißt, es gilt jetzt so, also nachdem ich jetzt die erste Spitzhacke vom neuen Durchlauf aufgerüstet habe, kann ich jetzt auch die Spezialspitzhacken. Oh, Wahnsinn. Na, das ist ja der Hammer. Das heißt, ich kann sie jetzt nicht mehr mit Geschenken upgraden, sondern okay, die Geschenke sind jetzt auch gelöscht worden, also die zeitlich befristeten Items sind jetzt alle, zumindest werden sie nicht mehr angezeigt, eventuell auch alle tatsächlich gelöscht. Und das heißt, ich kann meine Süßigkeitsspitzhacke nicht mehr einsetzen, weil 250 Runik, das ist noch absurder als das, was die anderen Spitzhacken hier kosten. Ja, also da sammelt das Spiel gerade Minuspunkte. Okay, also machen wir erstmal jetzt mit der normalen Holzspitzhacke weiter, weil es ist sowieso notwendig, mit der und mit den jeweils, die ich dann in dem Bioms auflevel, weiterzumachen. So, da oben läuft dann gleich die Aufladung, das ist für die okay. Und was ich jetzt letztlich brauche, beziehungsweise das muss ich mir dann hier gar nicht anschauen, weil wie viel Erde ich brauche, kann ich hier am schnellsten anschauen. Das heißt, ich lasse die jetzt einfach hier laufen und werde jetzt hier die Crits gleich mal noch dazu aktivieren und kann dann damit ja, einfach schon mal auch die nächsten Erfahrungspunkte einsammeln. Und ihr seht schon, nächstes Biom, kann ich gleich weitergehen und dort weitermachen, um dort natürlich die Spitzhackenfähigkeit noch gleich weiter zu nutzen. Ihr seht, ich bin sehr, sehr schnell darin, jetzt die Blöcke einzusammeln, was ja auch kein Wunder ist, wenn ich jetzt pro zerstörten Block letztlich 13 Items bekomme. So, dann kann ich gleich noch die nächste freischalten. Und ja, als nächstes ist dann natürlich die Spitzhacken zu upgraden, aber erst dann muss ich das abgeschlossen haben. So weit, so gut. So, jetzt gilt es, so, den Creeper noch zu erledigen und dann die Spitzhacken. Jetzt könnte ich hier natürlich die anderen werde ich jetzt noch nicht aufleveln, weil das ist noch nicht dringend aktuell. Die nächste von dem Wüstenbiom ist die Kaktusspitzhacke, die ich dann entsprechend auflevele, um sie auf die nächste Stufe zu bekommen. Und das nächste wird jetzt dann die Birkenholzspitzhacke sein, wo ich entsprechend dann 500 mal Birkenholz brauche. Und in den So, jetzt kann ich natürlich versuchen, zwischendrin die Schießpulverspitzhacke schon mal zu aktivieren. Also ihr seht, ich habe hier noch ziemlich wenig. Und da ist jetzt da muss ich jetzt eventuell gleich nochmal in das Startbiom zurück, damit ich dann die verbleibenden Schießpulversachen, die ich noch brauche, schon mal produzieren kann. Schon mal parallel zu dem, je nachdem, wie oft ich die wie oft ich halt in der Lage bin, die Creepers dann zu erledigen. So, also die Ausrüstung bleibt wie gesagt erstmal außen vor. So, das erste Biom habe ich abgeschlossen, das heißt, da kann ich das auch ausgeben. Durch die Wüste bin ich auch schon durch. Das kann ich schon mal weggeben. Für die anderen, da gilt es noch. Also zum Beispiel, das wird eben nicht ausgegeben, weil ich das brauche, um die Spitzhacke dann aufzuleveln. Und natürlich brauche ich jetzt die Spitzhacke, die schon den höheren Schaden hat. Und jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt aktuell 24 Schießpulver, das heißt, ich müsste 280 auf jeden Fall produzieren. Und das mache ich natürlich hier an der Stelle über meinen Ofen. Und damit ich hier 280 produzieren kann, muss ich auf jeden Fall nochmal in die Wiese. Mit der besseren Spitzhacke ist es auf jeden Fall auch wieder einfacher, weil dann kriege ich hier nämlich auch schon einen schnelleren Durchlauf und kann dann einfach schauen, okay, 38, das heißt, ich brauche noch so und so viel 100 bzw. 1000 von den verschiedenen Biomelementen. Und ja, das gilt es jetzt erstmal zusammenzuholen. So, genau, ich will ja wissen, wie viel Max ich habe. Leider wird es zwischendrin nicht aktualisiert, weil es wäre natürlich schöner, wenn der hier mir gleich anzeigen würde, okay, so und so viel schaffe ich jetzt.
Und ja, das dauert jetzt nicht lange. Ich muss nur schauen, dass ich hier rechtzeitig aufhöre, weil ich leider auch hier nicht allzu viel einstellen kann. So, jetzt kann ich hier gleich mal noch den nächsten erledigen. Dann kann ich nämlich gleich wieder gucken. So, jetzt habe ich 32, das heißt 270 würden jetzt auf jeden Fall ausreichen als Produktion. Mehr muss ich dann nämlich nicht in Auftrag geben. Weil schöner wäre es natürlich, wenn ich hier einfach einstellen könnte, okay, ich will jetzt genau 270 produzieren und dann produzieren wir das einfach. Aber so kann ich halt entweder nur in den vorgegebenen Schritten oder halt dann zu versuchen, über das Max das zu machen. Deswegen mich lieber da direkt annähern und dann können wir nämlich gleich mit der Biomreise weitermachen. Okay, da sind jetzt die 270, die dann gefertigt werden. Die werde ich wahrscheinlich nicht alle brauchen, aber sie sind jetzt halt erstmal in Produktion. Und ja, den Rest kann ich dann jetzt soweit offen lassen. Also als nächstes geht es jetzt in der Eiswüste weiter, weil ich brauche ja noch dieses Birkenholz und anschließend dann das Eis, um ins nächste Biom zu gelangen. Also zurück zur Eiswüste. Dann kann ich hier auch wieder das Dynamit aktivieren. Den nächsten Creeper erledigen und dann den Crit laufen lassen. Komm. Wobei der Crit, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt irgendeinen Effekt hat auf die Anzahl der Items oder Anzahl der oder die Geschwindigkeit, die ich tatsächlich hier die Blöcke kaputt mache. Da bin ich mir nicht sicher, ob das einen großen Unterschied macht oder nicht. Weil natürlich mit so einem Autoklicker habe ich da keinen weiteren Effekt oder keinen Punkt. Oh, ich bin schon wieder vom Biom durch. Kann ich gleich in die Hölle wechseln. Ihr seht, hier wird es jetzt schon wieder langsamer, weil natürlich eben von Biom zu Biom die Stärke oder der Widerstand jeweils zunimmt. Und ich deswegen eben auch mir in jedem Biom eine Spitzhacke ausgesucht habe, die ich dann aufleveln kann. Das heißt, in dem Fall eben jetzt die Birkenholzspitzhacke, mit der ich jetzt weitermache. Im nächsten wird es die Smaragdspitzhacke sein, die ich dann kaufe. So, da ich das Biom jetzt abgeschlossen habe, kann ich hier zumindest noch ein bisschen von dem Eis kaufen. Ihr seht, für das andere hat es nicht gereicht. Und als nächstes geht es dann jetzt hier weiter. Das heißt, die Birkenspitzhacke ist hier jetzt eben auch wieder zügiger. Das heißt, da macht sich das deutlich bemerkbar. Und ich brauche jetzt letztlich nur die 442 und ich brauche 100 Smaragde. Oder wie viel brauchte ich? Ja genau, ich brauche 100 Smaragde, die ich jetzt hier in der Höhle einsammle. Und habe ich schon einen? Ich habe noch gar keinen davon bekommen. Also mal schauen, wie lang das ist. Aber letztlich brauche ich ja den nicht oft zu finden, weil ich eben 13 Smaragde mit einem Schlag bekomme. Also ihr seht, zweimal und ich habe schon 26 zusammen. Das heißt, das lässt sich sehr, sehr schnell dann absolvieren, auch wenn es entsprechend selten auftaucht. Der größte Vorteil liegt dabei natürlich auf dem Mond mit dem Käse, weil ich brauche 100 Käse, um dann ein bestimmtes Item zu upgraden. Und immerhin brauche ich dann weniger als 10 Funde, dass das dann ausreicht. So, mal gucken, ob ich die Smaragde zuerst vollständig habe oder ob der Obsidian, das war ja, glaube ich, der Übergang für das nächste, aber ich denke, dass die Smaragde zuerst sind. Und dann kann ich nämlich auch gleich die Spitzhacke aktivieren, um damit natürlich den entsprechenden Bonus zu bekommen. Und damit auch hier wiederum schneller vorwärts zu kommen. Weil das ist die höchste Spitzhacke, die ich in diesem Biom aktivieren kann. Und damit fehlt jetzt nur noch ja, der Rest. Also vergleichbar, es läuft etwas schneller. Und es fehlen jetzt noch knapp 240, 230 von den Obsidians. So, die Laufzeit für das Dynamit ist natürlich relativ kurz und hier habe ich meinen Laufzeitverkürzer, mit dem ich das dann auch nochmal ja, gleich wieder verfügbar machen kann, weil der inzwischen, ich glaube, 3 Minuten gibt er inzwischen als Rücksetzelement. Kann ich gerade nochmal schauen, was da in den Fähigkeiten steht. Genau, 180 Sekunden, also 3 Minuten wird es inzwischen verkürzt. Und der hier hat auch nur 180 Sekunden, das heißt auch der wäre dann direkt wieder verfügbar.
Und hier habe ich jetzt meine Spitzhackenfähigkeit wieder verfügbar. Das heißt, damit kann ich jetzt nochmal den Boost starten, Kritz und die Spitzhackenfähigkeit dann gleich aktivieren. Und dann sollte ich sehr, sehr schnell durch das Biom durchkommen und springe dann auch sofort zum nächsten Biom über. So, in den Nether und werde dort natürlich gleich weitermachen, die Fähigkeiten, solange sie noch da sind, zu nutzen. Und dann, sobald ich den Ozean erreicht habe, kann ich auch anfangen, in die Parallel-, also in die Secret-Biome zu wechseln. Jeweils mit der aktiven Spitzhackenfähigkeit natürlich nur. Also zumindest ist es hilfreich, die dort aktiv zu haben, weil ich davon ausgehe, dass doch ein bisschen schneller die Blöcke abgebaut werden können. Okay, so, wir sind jetzt im Nether angekommen. Dort brauche ich die Rubine, um die Rubinaxt abzugraden. Das heißt, die habe ich jetzt auch schon gleich bekommen. So, machen wir gleich mal noch ein bisschen Schießpulver sammeln. Und so, also die Rubinspitzhacke ist jetzt die stärkste Spitzhacke, die ich bekommen kann. Und jetzt gilt es nochmal nachzuschauen, was ich jetzt aus den davorherigen noch mitnehmen kann. Da ich ja die Höhle schon abgeschlossen habe, kann ich die jetzt hier soweit schon mal alles einkaufen. Schleifstein ist auch noch und Nether werde ich dann jetzt noch warten, bis ich hier tatsächlich die nächste freigeschaltet habe, bis ich im Mesa angekommen bin. Das dauert dann jetzt auch nicht mehr lange, weil die Nether-Spitzhacke selber habe ich ja schon aktiviert. So, damit ist Mesa freigeschaltet. Und was auch noch interessant ist, solange ich noch in dem Biom drin bin, kann ich die speziellen Sachen, weil hier ist zum Beispiel dieser, dieses Flatter-Ding, mal gucken, wo ist denn das hier, also dieses Leinen, muss ich dort einsammeln, kann das aber noch nicht produzieren, solange ich noch in dem Biom selber bin. Wenn ich das Biom bereits überwunden habe, also schon im Nachfolgebiom bin, dann kriege ich das hier in speziell auch als Produktionsmöglichkeit zur Verfügung gestellt. Das heißt, das ist auch nochmal ein Grund, warum es sinnvoll ist, bis zum Ende zu rushen und dann sozusagen die restlichen Sachen eigentlich nach und nach zu absolvieren. So, also Nether-Elemente noch kaufen, das sind diese hier. Und die nächsten gehen dann schon auf Mesa und hier dann gleich mal mit dem Sprengstoff wieder einsteigen und dann jetzt hier wieder für die nächste Spitzhacke erstmal gesammelt. So, die Mesa-Spitzhacke ist jetzt Topaz, die ich hier brauche. Mal gucken, wie viele Topaz ich schon zusammen habe. 78 und ich benötige 100, also noch einen jetzt, genau, damit kriege ich die nächste Spitzhacke, das heißt, da kann ich dann gleich wieder weiterspringen, Topaz Spitzhacke und dann letztlich hier wieder so viel einsammeln, bis ich im nächsten Biom angekommen bin. Das heißt, da fehlen jetzt noch einige von diesen Lehmziegeln oder Sandstein. Ich glaube, roter Sandstein dürfte es sein. So, da ist genau dieser Würfel. Also auch wenn man den jetzt das erste Mal eingesammelt hat, glaubt das reicht das glaube ich nicht aus. Genau. Also ihr seht, im Speziell wird er trotzdem nicht angezeigt, dass ich ihn produzieren könnte. Genau, es wird nur weiterhin das Schießpulver angezeigt. Aber eben, wenn ich jetzt in den Dschungel gewechselt bin, dann ist sozusagen der freigegeben und dann darf ich auch. Na, genau, also jetzt ist auch hier der Würfel verfügbar, das heißt, ich darf den jetzt theoretisch herstellen. Werde ich jetzt noch nicht machen, weil er ist ja jetzt eh noch dabei, hier mein Schießpulver herzustellen, damit ich hoffentlich die Creeper-Axt dann bald freigeschaltet bekomme. So, übrig geblieben ist jetzt noch die Keramikschale, die kann ich mir noch leisten und dann geht es jetzt hier im nächsten Biom weiter. Und für das Dschungelbiom gilt jetzt die Jade-Spitzhacke zu aktivieren. So, das heißt, dafür muss ich 100 mal Jade einsammeln, also Dschungel aufklappen und loslegen. So, Hälfte ist schon erreicht. Beziehungsweise, ich glaube, ich brauchte mehr. Ne, es sind auch nur 100.
Okay, so, damit kann ich die Spitzhacke wieder verbessern und eben von 4,12. Das sind relativ kleine Sprünge, aber auch die bewirken etwas. So, wenn man die Kätzchen hier aktiviert hat, dann, oder ich weiß gar nicht, ob das Hunde sind, dann bekommt man auf jeden Fall auch so einen Crit-Bonus. Und ja, jetzt zahle ich dann 414 als Schadenswert. Und mal gucken, was ich jetzt noch erreichen muss. Ja, 829 jetzt wieder für den Ozean. Die Werte steigen leicht an, lassen sich aber auch, soweit ich weiß, durch eben diesen 10% Bonus minimieren. Ja, also durch diesen Shop-Bonus für den Nachlass. Was es auf jeden Fall aufwirkt, ist es die ganzen Items, die man da kauft. Das heißt, da sind diese 10% natürlich auch wirksam. Das heißt, ich brauche insgesamt 10% weniger der Items, um letztlich die Ausrüstung zu kaufen. So, also Ozean ist jetzt freigeschaltet. Das heißt, hier habe ich jetzt erstmal noch nicht allzu viel erreicht, was aber ja auch nicht das Ziel war, sondern nur möglichst schnell durchzukommen. So, als nächstes gilt es jetzt 100 Perlen einzusammeln, um dann die nächste Spitzhacke wiederum zu aktivieren. So, 26 sind es jetzt gleich geworden schon. Das geht natürlich auch ziemlich zügig. Und was ich jetzt gleich schon mal machen kann, ich habe ja gesagt, sobald ich mit dem Ozean anfange, kann ich die fange ich an, auch den Teleporter zu benutzen. Jetzt muss ich natürlich noch mal warten, bis sich der oben abgekühlt hat, weil sonst kann ich den nicht ausrüsten. Dann kann ich schon mal hier weiterklopfen. Weil ich kann ja nur, weil die Teleporterfähigkeit brauche ich natürlich noch. Und deshalb muss ich die andere abkühlen. So, also ausrüsten, auswählen. Und jetzt kann ich nämlich hier schon mal das erste Item, was ich ja gesagt habe, was ich hier brauche, dann einsammeln. Das heißt, hier habe ich jetzt schon aus dem Ödland den verdünnten Abfall und mehr als einmal muss ich das im Wasserbereich nicht machen, weil ich brauche jetzt zumindest nur die 100 nachher, um die Spitzhacke zu bekommen. Das kann ich euch jetzt zeigen. Jetzt ist ja hier, wird hier auch angezeigt. Also ich brauche 100 verarbeiteter Abfall. Mehr brauche ich davon nicht. Das ist das einzige Item, wofür ich das brauche. Und deswegen lässt sich das dann auch ganz gut absolvieren, indem man da einmal das Wasser, oder beziehungsweise ich kann es inzwischen mit einmal machen. Es kommt natürlich darauf an, wie viele Blöcke ihr schafft, damit zu bekommen. Das heißt, wie weit euer Eimer ist. Weil das steht einmal hier. Das heißt, die Eimerstärke ist 3. Das ist notwendig, damit ihr diese grüne Säure letztlich dann einsammeln könnt. Und ich erzeuge damit 8 Blöcke. Das heißt, 8 Blöcke mal 13. Das heißt, das ist mehr als 100 dann, womit es eben ausreicht von der Anzahl her. Wenn ihr hier weniger Blöcke erzeugt oder halt weniger pro zerstörten Block an Items bekommt, dann müsst ihr das mit Sicherheit noch mehrfach wiederholen. Okay, wo waren wir jetzt? Wir waren jetzt bei den Perlen. Da fehlt uns noch eine und das war's. So, jetzt kann die Perlenspitzhacke ausgerüstet werden und natürlich auch upgradet werden. Und mit der Perlenspitzhacke kann ich dann jetzt auch das erste Mal sinnvoll in den Teleporter gehen. Es ist, genau, also ich nehme jetzt, ach nee, Moment, ich will ja das Lava mitnehmen. Okay, es dauert noch 2 Biome. Bei sicherheitshalber muss ich den Eimer, oder ich will ich den Eimer vorher mit Lava gefüllt haben, damit das klappt. Also halten wir uns nicht lange auf, machen wir noch ein Stück weiter. Weil das, was ich jetzt natürlich brauche, ist jetzt eben kein Wasser mehr, weil ich habe ja gesagt, ich habe ja genug von diesen Items, die damit zu erzeugen sind, sondern ich brauche diesen anderen Abfall, also dieses nuklearen Müll. Und den dazu brauche ich halt Lava, um den zu erzeugen. Und da ist es auch wieder zumindest eine Strategie, die ich mir überlegt habe und die ich auch ausprobiert habe. Ich nehme Lava mit ins Biom, dort wo das relevant wird. So, gehen wir gleich mal auf den Mond. In das Biom, wo es relevant wird, eben in dieses Ödland-Biom, kippe da die Lava aus und nehme dann gleichzeitig das giftgrüne Zeug wieder mit. Dafür müsst ihr aber auch wiederum diesen Rücksetzmechanismus haben, also dieses Teil hier. Weil wenn ihr das nicht auf den Eimer anwenden könnt, um den gleich wieder verfügbar zu haben, ist euer Teleporter bereits abgelaufen, bevor der Eimer resettet ist. Also das werdet ihr gleich sehen, sobald ich einmal ins Ödland-Biom dann vorgedrungen bin.
Und ja, jetzt sind wir soweit schon mal mit dem Dings wieder durch. Mond brauche ich die Asteroiden, also Mondmeteoriten brauche ich 200 Stück. Mal gucken, ob die schon eingesammelt sind. Ja, sind schon eingesammelt. Also auch hier Spitzhackenwechsel auf die Asteroidenspitzhacke. Und dann nochmal nachschauen, ob ich hier aus dem Wasser noch was aktivieren kann. Jawohl, da kann ich noch ein paar Upgrades dazu holen. Dann können die sich nämlich einfach hier PPS-technisch schon auswirken. Einfach damit ich schneller an die Picks komme, um meinen nächsten Skillpunkt zu bekommen. Und jetzt gilt es hier tatsächlich wieder nur ins nächste Biom zu springen. Und dann bin ich ja zumindest auch schon in der Lava und kann meinen Eimer voll machen. Also los. So. Das ist erledigt. Freischalten kann ich jetzt hier im Mond noch nichts weiter. Sind wir jetzt hier angekommen. So, auf dem Mars brauche ich das Opal, aber oder brauche ich die Opale, aber die brauche ich jetzt noch nicht. Ist natürlich nur die Sache wiederum, bis ich die Spitzhacke aufgeladen habe. Das dauert noch eine Weile. Also fange ich jetzt. Ach Moment, ich bin ja jetzt. Ich bin ja noch gar nicht auf dem Vulkan. Ich brauche ja immer noch eins weiter. Ich denke immer, dass ich da schon immer eins weiterkomme, als das tatsächlich angezeigt wird. Dann ist jetzt natürlich die Opalspitzhacke. Also Mond ist erledigt. So, die brauchen ziemlich lange, bis die explodieren. Die brauchen doppelt so lange mindestens wie die normalen Krieger, geben aber nicht wirklich mehr. Genau, also hier Mars und ich brauche noch ein Opal, dann kann ich jetzt die nächste Spitzhacke. Ah ne, Opalspitzhacke brauche ich 250, also das dauert ein bisschen länger. Da werde ich wahrscheinlich das Biom schneller verlassen können, als ich die Opalspitzhacke freischalten kann. Okay, aber das Opal habe ich schneller eingesammelt. Aber viel fehlt da nicht mehr. Gut, also Opalspitzhacke ist die nächste. Das ist diese hier. So, beim Mond ist natürlich die Herausforderung, später den Käse zu finden. Und zwar hier für den Gorgonzola. Also 103 brauche ich jetzt. Also das steigt auch nach und nach leicht an. Hat sich bei mir immer wieder ein bisschen eben gesenkt, dadurch, dass ich ja diese Shop-Nachlässe eben gekauft habe. So, also jetzt noch die letzten erledigt, um den endlich in das Vulkangebiet zu kommen. So, jetzt aber. Also einmal Lava in den Eimer. Und dann, wie lange habe ich jetzt noch? 3 Minuten. Also dann starte ich jetzt sowohl den Timer als auch den Timer und mal gucken, ob ich ins richtige, ja genau, Ödland-Biom. Also einmal auskippen, dann zurücksetzen, einsammeln. Das heißt, das ist sozusagen die Strategie, dass ich mit einem Teleportersprung, ihr seht, das ist jetzt gleich schon abgelaufen, aber mit einem Teleportersprung letztlich zweimal. Das heißt, ich kann jetzt hier das Zeug gleich wieder auskippen und bekomme nochmal welche von diesen Items und habe damit jetzt schon Mars ist erledigt, Vulkan bin ich gerade drin. Und das heißt, von dem nuklearen Abfall habe ich jetzt schon 234 Elemente eingesammelt. Was hier, schauen wir mal ins Ödland. Also Reaktorkern, den muss ich abbauen, aber nämlich nur für die nukleare Route, also für dieses 2000 PPS-Ding. Und dafür brauche ich halt 303 von diesen Dingern. Das heißt, wenn ich noch zweimal dort rein bin, also beziehungsweise noch einmal reingehe, kann ich das eigentlich absolvieren. 100 brauche ich noch für die Produktion für die Spitzhacke. Das heißt, die muss ich abziehen. Das heißt, ich brauche noch 170 Einheiten, um das kaufen zu können und die Spitzhacke, die Produktion für die Spitzhacke zu absolvieren. So, wir sind jetzt, also die kann ich jetzt hier gleich kaufen, weil da habe ich ja jetzt eh keine weitere Verwendung dafür. Und genau, also das sind von den Sonderbiomen. Und aktuell bin ich jetzt im Vulkanbereich. Mars ließ sich jetzt nichts weiter bauen. Gut, dann gilt es jetzt hier weiter abzubauen, um in den Zwielichtwald zu kommen. Und hatte ich und die Zinnoberspitzhacke ist im Vulkan freizuschalten. Also Zinnober, da fehlt mir noch ein bisschen, weil da brauche ich auch wieder 250. Und ich kann jetzt hier schon mal die Lava einsammeln, weil die brauche ich ja später wieder, wenn ich das zweite Mal ins Ödland-Biom kommen sollte heute.
Dann kann ich das nämlich gleich wieder mitnehmen, um entsprechend den nuklearen Abfall einzusammeln. Der nächste Creeper. Die Creeper sind natürlich deswegen praktisch, weil sie ja, ihr seht ja, wie viele Blöcke da jetzt zusammenkommen. Ich glaube, 10 waren, ist der mit, also sie zerstören 10 Blöcke. Und da ich natürlich 13 habe, ist wiederhin 130 Blöcke, die sie mir sozusagen zur Verfügung stellen. So, also die Spitzhacke wieder wechseln. So, das ist jetzt die geschmolzene Spitzhacke, aber ich brauche die Zinnober. Weil hier ist nämlich eben genau der Punkt. Ich hätte jetzt zwar schon genug Geschmolzenes zusammen, aber okay, hier brauche ich eigentlich was anderes dafür. Aber die geschmolzene Spitzhacke ist, glaube ich, auch eine epische. Das heißt, die erhöht mir nicht den Wert, sondern richtet sich nur nach dem Maximalwert aus. Also die skaliert mit, bringt aber keinen eigenen Schadensbonus. Das heißt, mehr als die 124 würde die dann auch nicht haben, solange ich keine größere oder keine höhere Spitzhacke freigeschaltet habe. So, und dann kommen wir nämlich gleich zu einem Element, was diesen Rush etwas ausbremst, nämlich der Zwielichtwald. Zumindest, wenn man denn eben alle Elemente aufleveln will und auf das aktuelle Prestige-Niveau hochheben möchte, dann ist der Zwielichtwald so eine gewisse Bremse. Weil der Zwielichtwald hat nämlich die Besonderheit, dass er zeitabhängig, also je nach Uhrzeit, unterschiedliche Dinge verwendet oder unterschiedliche Teile anbietet, die abgebaut werden können. So, jetzt ist natürlich der Dings aktiv, das heißt, da komme ich jetzt sehr, sehr schnell rein. So, also ab in den Zwielichtwald und hier erstmal weitergemacht. Weil der Zwielichtwald hat ja diese beiden Elemente mit diesem Sonnen- und Schattenstein oder halt Morgen- und Abenddämmerungsstein. Und ja, sobald jetzt die Fähigkeit abgelaufen ist, werde ich da gleich nochmal was zeigen. Weil da beginnen nämlich jetzt schon die Schwierigkeiten. Ich kann ja nur ein Item jeweils produzieren. Und solange das Ding noch produziert wird, kann ich halt eben keine andere starten. Und das brauche ich jetzt an der Stelle nämlich schon ziemlich dringend, weil das eine ist, ich muss den Zeitstaub herstellen. Um den Zeitstaub herzustellen, also beziehungsweise müssen muss ich natürlich gar nichts, aber um in dem Biom zu beliebiger Uhrzeit beide von diesen Dingern abzubauen. Also sowohl den, gehen wir mal nicht in den Ofen, sondern gehen wir mal hier hin, wobei da wird jetzt nur das eine angezeigt. Also sowohl der Sonnenstein als auch dieser Nachtstein, beide werden benötigt, um den um den Zeitstaub herzustellen. Und den Zeitstaub kann ich nicht abbauen. Den Zeitstaub kann ich nur im Ofen produzieren und zwar nur aus diesen beiden Items. So, da jetzt eben 12 Stunden das eine und 12 Stunden das andere jeweils nur abgebaut werden kann, gibt es eben diese besondere Spitzhacke, die ich natürlich schon habe. Und das ist nämlich dann hier diese Zeitstaubspitzhacke. Für die brauche ich, damit ich die wieder auf das aktuelle Level heben kann, weil ihr seht hier, passiert nichts, kriege ich nichts klein. Das heißt, ich kann ihre Aufladung nicht aktivieren. Und die kann ich nämlich dann zumindest, wenn ich sie benutzen kann, schaltet sie mir bei Tag die Nacht frei oder bei Nacht den Tag. Also dann bin ich zumindest da nicht mehr von der Uhrzeit abhängig. Aber dazu muss ich zunächst 100 Zeitstaub manuell hergestellt haben. Und um den Zeitstaub herzustellen, muss ich zunächst manuell jeweils, je nachdem, wo ich jetzt gerade bin, im Moment müsste ich halt den Nachtstaub herstellen. Das heißt, ich muss davon 100 herstellen. Und ihr seht, hier dauert es schon eine Stunde, um das Ding herzustellen. So, mal gucken, wie weit ich jetzt mit meinem Spezial, wie weit ich jetzt mit dem Schießpulver bin. Also 168 habe ich jetzt, das heißt, ich habe ein bisschen über die Hälfte. Also selbst das dauert noch. Also die ganzen Ofenaktionen, also die Sachen, die ich benötige, die ich nach und nach bauen muss, also zwingend auf jeden Fall jetzt hier im Zwielichtwald muss ich auf jeden Fall dann das Gegenelement bauen, 100 Stück. Und dann 100 mal den Zeitstopp herstellen, um dann mit der Axt den Rest zu erledigen. Weil ich brauche nämlich für den, so, das kann ich jetzt schon mal kaufen. So, ich brauche nämlich hier für den Wald eben nicht nur die Tagseite, sondern eben auch die Nacht. Deswegen braucht man beide Elemente und deswegen ist der Wechsel so wichtig.
So, hatte ich jetzt die Opalaxt eigentlich schon? Beziehungsweise im Zwielichtwald brauche ich die roten Pilze. So, rote Pilze habe ich schon genug. Das heißt, ich kann mich jetzt darauf konzentrieren, die restlichen Sachen freizuschalten. Also ich brauche jetzt bloß noch die letzten Bernsteinsachen einzusammeln, um dann das Ende freizuschalten. Und bin dann damit schon ganz dicht an meiner letztlich stärksten Spitzhacke, die ich freischalten kann, eben die Enderspitzhacke. Beziehungsweise, nee, die Endersteinspitzhacke ist gar nicht die größte, sondern es gibt noch die Amethystspitzhacke und die ist dann die, die den höchsten Schaden verursachen kann. Und dann zeige ich euch nämlich, warum es trotzdem sinnvoll ist, in der Art und Weise vorzugehen. Also erstmal bis zum Ende zu rushen, um dort die höchste Spitzhacke logischerweise zu bekommen, um dann nämlich alles andere sehr viel zügiger abzuschließen. Weil im Moment habe ich noch kein Instant hier, was diese Sachen angeht. Was ich beim Ende auch nicht erreichen werde. Also für das Ende werde ich keinen Instant Kill erreichen können. Aber zumindest kann ich meine Schlagkraft sozusagen auf jeden Fall verbessern. So, achso, ich muss da nochmal nachgucken. So, das heißt, ich brauche jetzt hier im Ende. Übrigens, die Creeper-Spitzhacke würde hier auch bei den Creepern immer noch mit einem Schlag funktionieren. Das würde gehen. Ich könnte halt nur keine Blöcke abbauen. Also jetzt bin ich ja ziemlich dicht hier an der Creeper-Spitzhacke. Das heißt, ich kann hier halt zwar keine Blöcke abbauen, weil da hat sie einfach keinen sinnvollen Effekt. Aber wenn jetzt so ein Creeper auftauchen würde, könnte ich den tatsächlich mit einem Schlag erledigen. Mal gucken, ob ich es gleich schnell genug wechseln kann. Auf jeden Fall brauche ich eben jetzt hier die für die Amethystspitzhacke die Sachen. Deswegen, und ich kann halt mit der Amethystspitzhacke aktuell hier nichts anfangen, weil da ist der Schadensunterschied, obwohl es hier nur 30 Punkte sind, schon so gravierend, dass er sich halt so weit auswirkt, dass das, ja, dass man sich irgendwie an diesen Blöcken tot macht. Ich weiß nicht genau, wie das eigentlich intern gerechnet wird und wie das zusammenkommt. Genau, die Amethysten. Okay, da fehlen noch ein paar bis wieder 250 in dem Fall. So, dann kann ich hier jetzt auch schon mal wieder das Dynamit ausrüsten, weil ich das nämlich in dem nächsten Teleportersprung auf jeden Fall nutzen möchte und vor allen Dingen werde ich die Abklingzeit, ja, sobald das runter ist, werde ich dann für das nächste Biom, also für das nächste Teleportersprung auf jeden Fall das mitnutzen. Dann zeige ich euch nämlich auch nochmal, warum es wichtig ist, auch das eigentlich zu kombinieren, die Abklingzeit mit dem Teleporter. Allerdings kann es auch sein, dass ihr natürlich so oft, also so lange hier drin seid, dass ihr oft genug den Teleporter aktivieren müsst, dass es nicht notwendig ist. Gerade wenn ihr jetzt jedes Level mitgelevelt habt, also dass ihr für diese ganzen Biome hier tatsächlich nur ein, okay, das sind ja, also für Reaktor zum Beispiel brauche ich jetzt tatsächlich nur einen Sprung. Das heißt, ich muss gar nicht so viele von diesen Gegenständen abbauen und werde wahrscheinlich die Gegenstände schneller abgebaut haben, als ich tatsächlich hier alles andere absolviert habe, vor allen Dingen diese Tätigkeit mit dem Ofen. Wenn ihr denkt, das allerdings zum Beispiel eben zu einem späteren Zeitpunkt erreicht und schon präzise Level 10 habt, bevor ihr das erste Mal in dieses Biom kommt, dann kann es durchaus sinnvoll sein, das natürlich nochmal auszunutzen, eben diese beiden Fähigkeiten miteinander zu kombinieren. So, das ist jetzt alles bereit. So, den muss ich noch abwarten und den muss ich ja eh noch abwarten. Das heißt, erst wenn beides runter ist, damit ich notfalls den Eimer einsetzen kann, also zweimal einsetzen kann, bevor ich dann in das Biom wechsle. So, dann schauen wir jetzt, dass ich den Amethysten noch zusammenbekomme, damit ich eben auch die stärkste Axt bekomme. Das Spannende ist auch noch, das sieht man jetzt hier natürlich nicht, weil diese Dinger voll sind. Aber egal in welchem Biom ihr seid, die Secret-Biome gelten immer irgendwie als höchstes. Das heißt, wenn ich das richtig gesehen habe, werden die auch immer mitgezählt, wenn es darum geht, dieses Next Chest zu aktivieren. So, jetzt muss ich natürlich hier mal schnell umschalten und gucken. Ja, also jetzt habe ich eigentlich eh schon dreimal drauf geklickt gehabt, aber also mit der Spitzhacke hätte ich die auf jeden Fall trotzdem sofort erledigen können. Und ich habe meine Amethystspitzhacke jetzt fertig.
Und jetzt muss ich eigentlich nur noch eine Minute rumbringen, bevor ich jetzt wieder in die, ja, in den Teleporter wechsle und dann die andere Fähigkeit mitnutzen kann. So, hier habe ich jetzt, ja, jetzt holen wir die andere Spitzhacke zurück. So, Schießpulver fehlt noch einiges. Mal gucken, wie viel es genau sind. 215. Also noch 85 müssen noch produziert werden. Oder halt, dass ich jetzt noch ein paar Monster bekomme. Das heißt, solange ich die Creeper-Spitzhacke aktiv habe, ist ja auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass Monster auftauchen. Das heißt, ich kann jetzt schon mal zurück zur Wiese gehen, weil im Endebiom muss ich jetzt eh nichts tun. Kann hier jetzt die Zwischenelemente noch kaufen, die hier tatsächlich schon verfügbar sind. Da muss ich jetzt nochmal gucken, ob ich davon schon genug eingesammelt habe, damit ich auf jeden Fall auch die 100 produzieren kann. Ja, 689, das reicht. Da bleiben 100 übrig, wenn ich das Item kaufe. Dann ist es soweit okay. Und alles andere ist jetzt im Endeffekt noch nicht kaufbar. Das Einzige, wo es jetzt natürlich weitergeht, ist eben die Ausrüstung. Aber die Ausrüstung, das fangen wir gleich an. Beziehungsweise, doch, ich werde die jetzt schon mal kaufen, damit ich weiß, ob ich in dem Biom eigentlich noch was abbauen muss. Also im Moment ist es nicht allzu viel. Okay, das war noch eins von denen. So, Steine sind, na doch, okay, Steine muss ich noch einiges einsammeln und die Erde ein bisschen. Das heißt, das passt jetzt alles soweit zusammen. So, jetzt muss ich natürlich die Spitzhacke wieder wechseln, damit ich auch, ja, also die Spitzhacke kann man jetzt leider in die Tonne treten. Das hat nichts genutzt, die ganzen Geschenke einzusammeln. Und ich werde jetzt mit der Amethyst-Spitzhacke den nächsten Teleportersprung machen. Mal schauen, inwieweit, so, noch ein Monster, inwieweit ich jetzt wieder ins Ödland-Biom komme oder an eine andere Stelle. Aber auf jeden Fall geht es jetzt unglaublich schnell hier das Biom abzubauen. Und als nächstes ist dann, genau, sobald die Spitzhackenfähigkeit an der Stelle aktiv ist, den Teleporter aktivieren. Okay, ich bin nicht im Ödland, das heißt, die Lava lasse ich, wo sie ist. Und baue jetzt hier halt in Herobinis Lair so viel ab wie möglich. Und also ich wechsle jetzt nicht, weil sonst kann ich ja die Spitzhackenfähigkeit bzw. die Teleporterfähigkeit nicht ausreichend ausnutzen. Das werde ich jetzt hier mal noch laufen lassen, wobei ich hier wahrscheinlich nicht so viel brauche, wie ich jetzt einsammle. Und euch dann, sobald die Spitzhackenfähigkeit jetzt abgelaufen ist, zeigen, wie viel Zeug ich aus Herobinis Lair ihre Bibliothek da irgendwie eingesammelt habe. Und dass ich damit wahrscheinlich schon alles soweit absolvieren kann, was notwendig ist. Also mal gucken, Herobinis Schlupfloch. Genau, also Merodine und verbrannte Ziegel sind mehr als genug. Verfluchtes Buch und 390, das dürfte noch zu knapp sein. Also verfluchte Bücher brauche ich definitiv mehr. Genau, also schauen wir mal. Erst wenn man das erste Mal diesen Bereich besucht hat wieder, werden auch die Items freigeschaltet. Also klar, die beiden Sachen kann ich ohne Probleme sofort kaufen. Das passt. Aber eben, ja, verfluchte Bücher, die brauche ich noch viele, viele mehr. Und zwar eben ja nicht nur die 907 hierfür, sondern eben auch noch für das Upgraden der Spitzhacke. Oh, nee, das war die Himmelsspitzhacke. Sondern auch hier, ich brauche 250 magische Bücher. Und diese magischen Bücher muss ich ja selber herstellen. Moment, ich hatte, glaube ich, zwei Spitzhacken, oder? Die... Ja, genau, ich brauche einmal verfluchte Bücher, um die verfluchte Spitzhacke aufzuleveln. Das heißt, da brauche ich nochmal 250 mehr und ich benötige hier eben für das magische Buch nochmal 250. Und die ich halt dann eben hier produzieren muss. Also eben erst die, ja, dieses Buch und dann das magische Buch. Das heißt, ich muss 100 von denen produzieren. Beziehungsweise, nee, ich muss 250 von denen produzieren. Das heißt, die kann ich auch nicht einsammeln. Das heißt, auch das dauert natürlich ziemlich lange. Das heißt, allein hier dauern 100 Bücher schon 25 Minuten. Das heißt, ich bin auch hier über eine Stunde beschäftigt. Ebenso wie das hier über eine Stunde dauert, die 250 herzustellen. Also das, was wirklich dauert, sind letztlich diese Produktionsketten,
die, soweit ich das gesehen habe, sich auch nicht wirklich beschleunigen lassen. Also es gibt zwar hier dieses Leerlaufthema mit dem, dass man den Ofen irgendwie schummeln kann, also dass der Ofen von alleine schummelt, was wohl heißt, dass er dass der Ofen zwei Blöcke statt einem Block kreiert, weswegen man dann die Zahlen früher erreichen könnte, aber die Chancen sind so verschwindend gering. Selbst wenn das hier nachher, wenn man das hier transzendiert, ist es wahrscheinlich so, dass das hier nicht erhöht werden kann, sondern dann nur mit 0,1% der Schritte. Das heißt, von 100 Steinen habe ich dann, wenn ich hier das mal auf Max habe, die Chance, dass einer von 100 zwei Blöcke erzeugt. Also das ist so ein minimales Verhältnis, dass sich das, glaube ich, nie lohnen wird. Ja, also soweit sind wir jetzt soweit durch. Ihr seht, nicht mal den Spießpulver habe ich jetzt schon so viel zusammen, dass das ausreicht. Wie es jetzt weitergeht, einkaufen. Also hier jetzt erstmal die Sachen abschließen. Ich mache das dann eigentlich immer ganz stringent, das Biom abzuschließen, in dem ich gerade bin. Hier geht es erst im Eisbiom weiter und das ist das Wüstenbiom. So, jetzt ist natürlich eben diese Spitzhacke, hat noch nicht den Schadensbonus. Das heißt, ich muss jetzt hier wieder auf die Tischspitzhacke wechseln und natürlich auch noch hier die restlichen Spitzhacken aktualisieren. Also die beiden Spitzhacken, sowohl die Lehmspitzhacke als auch die Kürbisspitzhacke, dass die auch abgeschlossen sind. Und jetzt hier habe ich dann die Glasspitzhacke, die ist dann auch schon vervollständigt. Und dann wechsle ich jetzt natürlich wieder zu meiner Amethystspitzhacke zurück. Und hier gilt es jetzt erstmal die Sachen einzusammeln. Also Sand ist erledigt. So, dann kommt das Grünzeug. So, also ein bisschen was brauche ich noch und Sandstein brauche ich dann noch. So, das geht, wie ihr seht, relativ flott an der Stelle, weil ich natürlich instant die ganzen Dinger kille. So, dann ist jetzt Grün weg, Sandstein noch nicht ganz. So. Okay, also noch ein Tick Sandstein. Okay, damit sind alle Sachen hier abgeschlossen. Die Spitzhacken sind bereits aktualisiert. Oder hatte ich jetzt, genau, die Glassachen sind hier alle schon weg. Beziehungsweise muss ich nachgucken, weil es kann natürlich auch sein, ja genau, das ist das, weil natürlich der Pfeil nur da ist, wenn die schon abgegradet sind. Das ist leider, was fehlt. Es gibt kein eindeutiges, weil wie die Spitzhacke nach dem Upgrade aussieht, ist irgendwie ziemlich random. So verlässlich ist das nicht. Und da wäre es natürlich schöner, wenn hier irgendwo wenigstens die Zahl stehen würde, dann würde man sofort sehen, ah Moment, die habe ich noch nicht aktualisiert, die muss ich nochmal aktualisieren. Das heißt, hierfür muss ich jetzt noch ein bisschen Sandstein grinden. Aber das mache ich dann jetzt zu einem späteren Zeitpunkt. Ich habe jetzt euch letztlich alles gezeigt, was sozusagen eigentlich in einem Rush durchgeht. Das einzige Biom, das ihr jetzt nicht gesehen habt, ist das Himmelsbiom. Das hat allerdings jetzt auch keine Besonderheiten mehr. Da muss tatsächlich alles nur abgebaut werden. Das heißt, ich habe euch jetzt gerade die zwei Biome gezeigt, in denen ihr Sachen produzieren müsst. Beim Himmelsbiom ist es so, dass ihr tatsächlich alles im Himmelsbiom einfach nur abbauen müsst und damit diese vier Items und die Spitzhacke upgraden könnt. Weil zumindest für die Spitzhacke steht es ja da. Da gibt es eben jetzt nur die eine, dort unten die Himmelsspitzhacke, dafür braucht halt der Himmelsstaub. Und dann ist das auch alles auf Level 13 letztlich hochzubringen, kein Problem. Ansonsten die anderen Sachen können noch, zumindest wenn man sie einmal eingesammelt hat und man das Biom hinter sich gelassen hat, produziert werden, weil neben den Steppenläufer gibt es ja noch zwei weitere Elemente. Das heißt, einmal im Ozean, da hilft, ja, das zeige ich euch vielleicht auch nochmal ganz kurz, weil da gibt es noch eine Strategie, wie man das abkürzen kann. Dazu muss ich jetzt allerdings mal kurz gucken, dass ich diese Spitzhacke hier aktualisiert bekomme. Weil die Korallenspitzhacke muss dafür zur Verfügung stehen und die Spitzhackenfähigkeit muss dann klappen.
Also ich muss jetzt mal zügig 500 Koralle einsammeln. Schau mal, dass es gelingt. Ozean, Koralle. So, mal schnell auf 500 hochpushen. Ihr seht, das geht recht zügig. Weil neben Koralle brauche ich nämlich noch ein anderes Item. So, also Korallenspitzhacke kann abgegradet werden. Und da sind wir jetzt eh gleich in dem Modus. 40 Sekunden noch, dann kann ich schon mal meine Fähigkeiten vorbereiten. Beziehungsweise brauche ich nur eine besondere Fähigkeit, die sich dafür nämlich wiederum lohnt. Und zwar ist diese hier, der Schneeball. Der Schneeball trifft 6 Monster und ist nämlich dann für diese Aktion sehr, sehr praktisch. So, das kann ich euch dann zumindest einmal vorführen. Und zwar hier in diesem Biom. Weil es fehlt nämlich noch eine Ressource, die ich hier aktuell nicht da habe. Und ich glaube, das ist das Prismarin. Das Prismarin ist es nicht. Das ist normal abbaubar. Achso, dann ist es hier im Shop auf jeden Fall sichtbar. Genau, also hier für die Sauerstoffflasche brauche ich nämlich diese Items, die ich nur von einem bestimmten Typ von Mob bekomme. Hier gibt es 2 Mobs, die auftauchen. Einmal so ein Krake, die hier so Tintenfisch oder irgendwas, die hier so rumschwimmt. Wenn man die klein kriegt, das dauert einiges, da muss man einiges mal draufklicken, bevor die hier durchgelaufen ist, kriegt man das hier und Perlen. Mal gucken, Perlen gibt's ja nicht. Perlen gibt es dann bloß für die Ausrüstung oben. Aber was dann noch sehr viel gravierender ist, sind eben diese kleinen Seesterne, die hier rumfliegen. So, also das ist aufgeladen. Dann Spitzhacke wechseln und einmal die Seesterne rufen. Und da ist es ja zwar ganz gut möglich, die hier anzuklicken, aber noch viel praktischer ist es, hier einfach mal mit den Schneebällen reinzuhauen und dann natürlich dort sehr, sehr viel mehr einzusammeln. Also ihr seht, jetzt brauche ich nicht mehr viele, sondern jetzt habe ich schon 149 davon zusammenbekommen. Also noch einmal so eine Aktion, dann wäre das soweit erledigt. Und die gleiche Aktion gibt es letztlich auch hier für die kosmische Energiezelle. Ach, die kosmische Energiezelle ist nur ein Item, das dann da ausgerüstet wird. Und das ist wieder die Geschichte beim Mond. Weil hier gibt es nämlich Asteroiden, die rumfliegen, also neben diesem komischen Astronauten. Und bei denen gibt es das Gleiche. Es gibt nämlich die Asteroiden-Spitzhacke. Und die beschwört Asteroiden. Das heißt, da lässt sich das Gleiche wie das, was ich gerade mit den Seesternen gemacht habe, auch anstellen. Also auch da ist es interessant, das mit dem Schneeball zu kombinieren. Kann ich jetzt mal abkürzen, aber letztlich braucht die Spitzhackenrücksetzung ja über 7 Minuten noch. Deswegen so schnell Spitzhacke. Ja, so, dann ist der auch erledigt. Mal gucken, wie weit sind wir denn mit dem Schießpulver? Sind das jetzt 300? Ne, 2 fehlen noch. 2-mal Schießpulver, dann ist die Spitzhacke nämlich up to date und dann kann ich die regulär einsetzen. Das ist natürlich dann eben eine schöne Kombination. Genau, da kann ich jetzt gleich mal abbrechen, sobald er jetzt den letzten produziert hat. Also letztes produziert, abbrechen. So, hier werde ich jetzt eben umstellen auf das, was ich ursprünglich gesagt habe für den Zwielichtwald. Ich brauche die 100 Nachtgegenstände. Kann natürlich sein, dass ich wahrscheinlich das nächste Mal, bis ich da spiele, auch in der Lage wäre, dann den Abendstein abzubauen. Dann müsste ich wahrscheinlich nur noch, mal gucken, ich brauche glaube ich 260 nochmal für den Zwielichtwald. Also das eine ist die Zeitspitzhacke und das andere sind genau die 160. Also genau, insgesamt 262, also 162 Zeitstaub muss ich dann nochmal herstellen. Das heißt, ich sollte genug von dem Sonnenstein auf Lager haben. Okay, 185 reicht aktuell. Das ist einer von den Asteroiden gewesen. So, mal gucken, wie viel habe ich jetzt dann da schon für die Auflevelung für, also 10 Stück habe ich jetzt damit bekommen.
Das heißt, 10 Items habe ich jetzt für den Asteroiden schon bekommen. Das heißt, wenn ich hier einmal diese Aktion mit dem Schneeball mache, dann habe ich die auf jeden Fall auch erledigt. Dann müsst ihr nicht lange auf diese Asteroiden warten, die ja halt irgendwann sporadisch kommen, sondern das könnt ihr dann forcieren. Erstmal jetzt die Spitzhacke aktualisiert, damit ich die halt hier regulär einsetzen kann. Mit 229 hat sie dann auch den Maximalschaden, den ich freigeschaltet habe. Das, was jetzt hier sehr viel schwieriger sein wird, ist tatsächlich diesen Käse zu finden. Wie gesagt, bei mir dauert es zum Glück nicht mehr ganz so lange, weil ich muss ihn dann halt neunmal finden. Dann sollte das ausreichen im Moment. Aber das ist unglaublich. Der Käse ist wirklich teilweise das Letzte gewesen, was ich abschließen konnte. Deswegen habe ich es dann meistens so gemacht, da ich ja alles andere schon absolviert hatte und dann eventuell bloß noch ein paar Mal in die anderen Biome teleportieren musste, bin ich von hier aus los teleportiert und habe dann nämlich die restliche Zeit, die ich nicht in dem in dem Secret-Biom verbracht habe, dann meine Spitzhackenfähigkeit, also die mit der Geschwindigkeit, dann hier noch genutzt, um hier möglichst schnell Blöcke durchzuraschen. So, aber jetzt dann zurück. Für mich heißt es dann jetzt hier im Eisbiom weiterzumachen. Beziehungsweise nein, ich hatte ja vorhin gesagt, nicht vergessen, die Spitzhacken zu aktualisieren. Das heißt, das ist noch eine Sache, die ich dann im Wüstenbiom abschließen muss. So, aber ich kann ja jetzt immer meine Spitzhacke wieder ausrüsten. Hier wäre es natürlich schön, wenn man irgendwie so einen Quick-Slot hätte, wo ich sagen kann, okay, zwischen Spitzhacke X und Y wechseln. Beziehungsweise, dass ich einfach schnell auf diese Spitzhacke immer wieder zurückwechseln kann. Das ist natürlich immer ein bisschen umständlich, das hier erst im Menü suchen zu müssen und dort zu aktivieren. Gut, aber soweit heute nochmal eine längere Folge von Pickkräfter mit ein paar Tipps und Hinweisen, wie ich zumindest vorgehe, um hier die Rushes zu machen. Ich werde in Zukunft eben jetzt, wie gesagt, erstmal auf die Ender-Augenspitzhacke hinarbeiten und mal gucken, was die noch so bringt. Soweit ich es verstanden habe, hat die eine ähnliche Funktion wie die Teleporter-Funktion. Das heißt, wenn ihr den Skill nach und nach einfach nicht bekommt, dann könnt ihr auch anfangen, mit der Ender-Spitzhacke zu arbeiten, die euch wahrscheinlich auch durch diese Secret-Biome führt. Hundertprozentig kann ich es erst sagen, wenn ich es ausprobiert habe. Also soweit für heute und dann bis zum nächsten Mal bei Pickkräfter. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Spiel.